Apropos, da gibt es eine Geschichte. Du kennst sie, glaub ich, noch nicht. Als ich ein junger Bursche war, bevor ich ein Ritter wurde, bevor ich nach Daventry kam, ja sogar bevor ich auf einen Drachen traf, da gab es ein Turnier, das mein Leben veränderte. Eine lange Geschichte, doch ich fasse mich kurz. Tja, Triumph, ich denke, hier können wir heute Nacht Rast machen. Ruhen wir uns aus. Morgen wird ein großer Tag. Okay, kann ich den... Oh ja, ich kann den Fall steuern. Oh. Oh Gott. Oh, nicht sehr erfolgreich. Nachdem ich die Klippe elegant überwunden hatte, erfreute mich der Anblick der Straße. Das erste Zeichen von Zivilisation. Können wir uns... Oh ja. Daventry lag wenige Meilen in östlicher Richtung. Ich kannte es aus Reiseführern und konnte es gar nicht erwarten, die spektakuläre, schwebende Insel zu besuchen. Okay. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir nach rechts, aber ich gehe einfach erstmal nach links und gucke mal. Hi. Opa, was ist mit Triumph? Keine Sorge, Triumph kann auf sich aufpassen. Wir haben schon schwere Zeiten erlebt, aber er ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Okay, wir können da nicht hoch, weil zu hoch. Wieso nimmt jeden Busch und Stein mit? Nur jeden zweiten Stein. Also es war nicht jeder Stein. Ja, Triumph ist wirklich niedlich. Ich habe ihn jetzt nur einmal ganz kurz gesehen, aber was man sehen konnte, es sah so ein bisschen nach einem überdimensionierten Meerschweinchen aus. Alles klar, Hysterical. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Okay. Hey, hier drüben! Ich hätte schwören können, dass die Parade der Ritter in Spe erst am nächsten Tag war. Triumph und ich hätten dort mitmarschieren sollen. Meine ersten Minuten in Daventry waren kein gelungener Start. Wie hast du sie eingeholt? Slypy, guten Abend. Frohes Neues. Okay, wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Dem seltsamen Horn fehlte wohl eine Art Mundstück. Okay. Okay, dann wissen wir zumindest, was wir suchen müssen. Hoch! Ey, da ist doch gerade noch einer langgelaufen. Ich hab's genau gesehen. Gehen wir mal hier im Wald schauen. Ein Mundstück für diese Muscheltröte. Hm. Eine seltsame Spur zog sich durch den Wald. Häschen. Spliff86, vielen Dank fürs Follow. Mach's dir gemütlich im Fuchsbau. Vielen, vielen Dank. Oh, das gefällt mir. Also der Zeichenstil ist echt schön.
Da liegt was im Vogelnest. Kann ich mir das irgendwie anschauen? Da liegt was, was da nicht hingehört. Sieht aus wie ein Briefkasten. Passt aber halt irgendwie nicht in die Zeit, ne? Oh, warte, vielleicht können wir von unten an den Baum ran. Ja, können wir. Können wir da hochklettern? Ich fragte mich, was diese Vögel mit Werkzeug wollten. Ein Werkzeugkoffer. Nein, oh verdammt. Ja, gut, das lief suboptimal. Hälfte vom Werkzeug direkt mal weg. Ein Jammer. Es war nur eine kleine Axt übrig. Und nein, Gwendolin, bevor du mir tausende von Fragen deswegen stellst, ich habe damit nicht wahllos alles klein gehackt. Nicht wahllos, okay. Mal sehen, wo wir es gleich überall ausprobieren können. FX, guten Abend. Dir auch ein frohes Neues. Ja, alles gut überstanden. Es war sehr, sehr zivilisiert gestern. Also sehr gemütlich. So, hier können wir doch bestimmt rüberhüpfen. Aber mich wundern hier auch noch diese Spuren im Sand so ein bisschen. Folgen wir mal dem Frosch. Das Rad schien noch nicht lange kaputt zu sein. Mhm. Ist unser Werkzeug nicht vielleicht hier noch irgendwo angespült worden? Nein. Mist. Da ist doch jemand. Oh mein Gott. Die Zugtiere. Nur ein Junge. Keine Ahnung, woher er kommt. Sicher schwer auszusprechen. Schleich dich nie an jemanden heran an einem so gefährlichen Ort. Oh, was ist mit deinem Fuß? Bist du auf irgendwelche Dornen getreten? Keine Angst, ich habe etwas. Sag, ist es eher ein... oder ein... Sei's drum, der Wunderkrämer kümmert sich um dich. Aber nicht umsonst. Ich habe meinen Hals riskiert für die seltensten, wundersamsten, geheimnisvollsten und meist auch leckersten Zutaten. Ah, da ist es ja. Ich massiere das zweimal täglich in meine Haut ein und sieh dir meine Pfirsichfüße an. Andererseits, vielleicht besser doch nicht. Könnte dein Wachstum hemmen. Welch herrliches Material. Hey. Ich wusste, dass du nicht von hier bist. Nun, beeil dich besser. Niemand mag unpünktliche Ritter. Oh, warte. Du steckst hier mit fest. Alle Brücken sind weg. Und meine Abkürzung hat nicht funktioniert. Ich könnte schwören, dass dieser Fels direkt aus dem Wasser kam. Jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Rad, einer fehlenden Werkzeugkiste und Herrn von Schling. Sag mal, ein strammer Bursche wie du kann mir doch sicher bei der Radreparatur helfen. Hilf du mir mit dem Wagen, dann nehme ich dich mit zum Turnier. Hoffentlich bemerkt sonst keiner deine schreckliche Unpünktlichkeit. Oh, wie unhöflich. Hattest du Fragen an mich? Wie war das nochmal? Nö. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Hör doch zu, Junge. Keine Brücken, keine Abkürzung, fliegender Fels, Rad kaputt. Sei so nett und hol Werkzeug, reparier den Wagen und fahr mit zum Turnier. Okay. Nun gut, das ist wohl einer von der eher schweigsamen Natur. Aber hier die kleinen... Hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Viecher. Die Ziegen streicheln? Finger weg von meinen majestätischen Einhörnern. Die sind ja geil. Ich bin stark wie ein Fels, oder doch nicht? Ja, gerädert. Okay, dann gehen wir hier hinten mal weiter gucken. Also die Axt haben wir ja zumindest. Frage ist, ob vielleicht irgendwo hier das andere Werkzeug gelandet ist, dass wir ihm mit dem Rad helfen können. Frage ist nur, was bringt es, den Wagen zu reparieren, wenn es keine Brücken gibt? Wie, was mache ich nur?
Zu diesem Teil der Geschichte kommen wir erst später. Wohin führte dieser Fluss? Das ist eine andere Geschichte. Ah, okay. Ein geheimer Eingang. Errungenschaft. Ich kann hier aber auch mit nichts interagieren. Aber da ist ja gerade ein Fluss vorbeigeschippert. Ich bin mir nicht sicher, ob da einer drauf saß. Es sah ein bisschen so aus, als wäre da ein kleines Figürchen drauf. Was können wir hier noch tun? Müssen wir vielleicht doch vor dem Wagen irgendwo hingehen? Können wir hier rüber? Vielleicht gab es am anderen Flussufer ein Rad. Zu schade, dass ich nicht schwimmen konnte. Wie bist du rübergekommen? Magst du mir vielleicht ein kurzes Feedback zu Final Fantasy 15 geben? Überlege es mir zu kaufen. Deswegen kann ich ja deinen Stream da auch nicht schauen. Gleich. Wenn der hier nicht in der Nähe ist und die ganze Zeit dazwischen quatscht, dann erzähle ich ein bisschen was zu Final Fantasy. Von hier kamen wir, ne? Ich glaube, ich gehe mal nach links. Wenn ich da lang kann. Oh, verdammt, ich kann da nicht lang. Das ist schlecht. Okay, dann müssen wir mal zurückgehen. Auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal das kaputte Rad einsammeln. Also Final Fantasy 15. Gefällt mir eigentlich bisher ganz gut, was so Setting und Story angeht. Sogar die Charaktere, obwohl die halt sehr Boygroup-mäßig sind, ne? Ich muss aber gestehen, dass ich mich mit dem Kampfsystem und so ein bisschen schwer tue, weil das Kampfsystem doch sehr stressig ist. Also ich finde es etwas chaotisch. Vielleicht braucht man noch was länger, um sich da ein bisschen reinzufinden. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Balance nicht so bisher nicht so logisch ist. Ne? Also wir hatten zwischendurch so die Sachen, dass wir bei einer Zwölfergruppe keine Probleme hatten. Dann hatten wir eine Quest mit einer Zwölfergruppe, die hat uns dann halt mal gehörig zerlegt, zweimal. Und dann hatten wir, sind wir über ein einzelnes 32er-Vieh gestolpert, das konnten wir ohne Probleme plätten. Dann hatten wir eine Quest mit einem 15er, das war fair. Also es ist so, die Schwierigkeitsbalance bei dem Spiel ist ein bisschen merkwürdig und es gibt nur zwei Schwierigkeitsgrade. Also es gibt einfach und normal, wir spielen auf normal und ich finde es halt ein bisschen unglücklich teilweise. Oh, Vortex, vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Also, chaotisches Kampfsystem, wo man sich sehr dran gewöhnen muss, aber der Rest ist eigentlich ziemlich cool. Also ich sag mal, ich glaube für einen Vollpreis würde ich es mir nicht holen, aber wenn du es jetzt im Sale irgendwo kriegst, dann würde ich es mir durchaus überlegen. Und also wenn du Final Fantasy sonst magst, ist es halt vom System her was ganz anderes. Du hast nicht mehr dieses rundenbasierte, sondern du hast halt Echtzeitkämpfe. Aber wenn dich das nicht stört und du magst Final Fantasy, dann würde ich sagen, so für einen Sale-Preis wäre es durchaus einen Blick wert. Würde ich jetzt so als Fazit sagen, nach, ich glaube, wir haben 8 Stunden gespielt, irgendwie so. Die Einhörner müssen gestreichelt werden, was? Muss ich gleich nochmal gucken. Und auch guten Abend im Chat. Das Rad war total hinüber. Ich brauchte eine andere Lösung. Tja, eine andere Lösung als das Rad. Gehen wir hier nochmal rüber. Können wir auf diesen Felsen da? Können wir auch. Das bringt uns aber wahrscheinlich nichts, ne? Nein. Okay. Dabei haben wir 5 Münzen, mein einziges Geld, und eine kleine Axt mit Vorsicht zu gebrauchen. Okay. Tja, hier ist nichts mehr drin. Hm.
Ich konnte hier gerade noch damit. Achso, okay, ja, das bringt ja nichts mehr. Da oben liegt ja nichts mehr drin. Das wird nicht helfen. Kampfsystem ist ja in jedem Final Fantasy Teil anders. Ja gut, aber du hattest halt schon vermehrt eben dieses Rundenbasierte, ne? Das hast du ja jetzt gar nicht mehr. Das Rad war total hinüber. Nee. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich habe gedacht, da wäre noch was anderes. So. Wo kriegen wir jetzt einen Radersatz her? Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist. Einhörner? Ist das nicht etwas weit hergeholt? Ich sag der Finger weg! Darf ich ihn nochmal? Glaub mir, mein Junge, ohne Rad werden Sie diesen Wagen nicht ziehen. Ich weiß, es sind die edelsten Kreaturen, die es gibt. Herr von Schlingen, ich kenne diesen Blick. Sag es nicht, meine Einhörner anzufassen! Nur gucken! Nur gucken. Nein, Herr von Schlingen, der Umhang ist tabu. Ich weiß, wären wir nur nicht zu dieser Jahreszeit zurückgekehrt. Wie geil, der sagt ja echt jedes Mal was anderes. Für Einhörner gibt es noch nicht, Herr von Schlingen. Hast du meine Zahnspange gefressen? Na gut, ein ganz kleines Umhangstück. Du warst immer mein Liebling, Herr von Schlingen. Nummer zwei, alles geschmeidig. Herr von Schlingen. Herr von Schlingen, sag bitte Zweiauge, dass er nicht schmatzen soll. Verdienst du es überhaupt, ein Einhorn zu sein, Nummer zwei? Du musst Einsatz zeigen. Oh, der mobbt den. Wir sitzen hier zwar fest, Nummer zwei, aber das heißt nicht, dass du unsere Luft verpesten musst. Darf ich die Ziegen streicheln? Finger weg von meinen majestätischen Einhörnern. Okay, jetzt kommt Wiederholung. Alles klar. Können wir mit ihm nochmal reden? Junge. Etwas Großes und Rundes sollte genügen. Etwas Großes und Rundes sollte genügen. Mhm. Was Großes und Rundes. Oh, warte mal. Idee. Idee. Wir haben ja die Axt dabei. Und tada, eine Brücke. Mein angestammter Platz war auf der anderen Seite, also erklomm ich die Wurzel des Problems. Oh, Opa, ich bin kein Fan deiner Wortspiele. Was ist los? Gefällt dir meine Stimme nicht? Du gewöhnst dich schon an die Wortspiele. Die sind grausam. Hi. Creepige Augenpaare. Wer oder was seid ihr? Die Büsche wackeln. Yeah, Meets, Meets. Keine Meets, keine Meets. Wölfe? Vielleicht? Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. René, guten Abend. Frohes Neues. Überall diese Augen. Sieht aus, als hätte da schon mal irgendwas ganz Großes mit ganz großen Krallen reingewollt.
Auf dem Marktplatz war es gespenstisch still. War ich als einziger in Daventry nicht bei der Parade. Ah, guck mal, jetzt können wir hier die Tür öffnen. Aber wir lassen sie noch zu. Weil, wer weiß, was da rein wollte. Ja, und sicher ist sicher. Achso, ah nein, ich dachte, in der Ecke wäre noch was anderes. Kratzspuren sind sicher vom Sternsing. Oh Gott, da möchte ich den Sternsingern aber nicht begegnen. Eine Bäckerei. Es roch einfach köstlich dort. Etwas Großes, Rundes sollte genügen. Aha, es sprach nichts dagegen, das harte Brot als Ersatzrad zu nehmen. Was für ein praktischer Umhang. Hm, können wir den jetzt etwas Geld hier lassen? Wir haben ja schließlich gerade was mitgenommen. Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. Ich ließ ein paar Münzen für das Brot da. Wir wollen ja nicht direkt am Anfang jemanden beklauen. Die Sachen sahen lecker aus, aber mit vollem Magen konnte ich nicht am Turnier teilnehmen. Wie mir King's Quest bisher gefällt, ich finde es total gemütlich. Es ist wirklich für heute genau das Richtige. Es ist total schön erzählt und die Grafik gefällt mir richtig gut. Und der Soundtrack. Also bisher ist es echt cool. Wundert mich, dass ich da vorher noch nicht irgendwie groß drüber gestolpert bin und es gespielt habe. Ich stieß auf eine Art Kuriositätenladen. Hier können wir auch Münzen lassen, aber was können wir denn hier sonst noch so machen? Es wurde scheinbar nichts gebraut. Ich betrachtete die Tränke, Kräuter und anderen magischen Dinge lieber aus der Ferne. Ich musste mir nur ein Rad borgen. Ah, okay, wir hätten hier auch den Tisch mitnehmen können wahrscheinlich. Ich musste mir nur ein Verstehe. Rad borgen. Okay. Wahrscheinlich wäre der Tisch die etwas solidere Wahl gewesen. Ich konnte kaum die Namen der Tränke erkennen. Ich war zwar abenteuerlustig, doch unbekannte Tränke zu trinken, schien mir unklug. Gehen wir uns noch ein bisschen umschauen. Hier ist noch eine Schmiede. Es sah aus wie ein Schmiedeladen. Und hier hätten wir wahrscheinlich das Schild mitnehmen können. Okay, wow, wir haben uns von drei Optionen zwischen Holz, Eisen und Brot das Brot ausgesucht. Verdammt. Für heute hatte ich mir genug geborgt. Oh Gott, hoffentlich hält das. Oh Gott, wir müssen bestimmt durchs Wasser fahren und dann zerbröckelt das. Ah, kacke, ich hätte mich besser erstmal umgeguckt. Kurz ausprobieren, vielleicht können wir das Brot nochmal zurücklegen. Und uns stattdessen Schild nehmen. Ich legte das Brot zurück und suchte ein neues Rad. Ja, können wir. Kann ich mir die Münzen dann auch wieder rausnehmen? Weil jetzt haben wir uns ja von denen nichts geborgt. Ich nahm mein Geld zurück. Ja, ach, wie cool. Okay, wir können uns also umentscheiden. Bäcker ist bestimmt in Zukunft zu meiden, wenn sich das Brot als Wagenrad eignet. Das ist definitiv. Ich überlege gerade, was schlauer ist. Holztisch oder Schild? Ich glaube, wir nehmen mal das Schild. Groß, rund,
durchaus zweckdienlich. Ich möchte auch so einen Umhang. Voll praktisch. Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. So. Schild bezahlt. Ich hoffe, 3 Münzen sind in Ordnung dafür. Das Boot würde bestimmt Herr von Schling wegfuttern. Ist Brot nicht schlecht für Ziegen? Hallo, dürfte ich mal vorbei? Nein, wir sind hier, um den Eingang zur Stadt zu bewachen und Gesindel draußen zu halten, während alle die Parade ansehen. Sonst würden die Lumpen in den leeren Läden Amok laufen. Zurück, Junge. Wir halten nach Eindringlingen Ausschau. Ihr habt verstanden, dass ich im Dorf bin und nach draußen möchte. Oder? Mach dich nützlich und halte mit uns Wache. Beiseite. Oh. Okay, dann versuchen wir es mal. Oh Gott, wieder durch. Oh. Ah, eine Abkürzung. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Sollte man eine Abkürzung nehmen? Okay, es ist nichts passiert. Muss ich mir wirklich nochmal anhören, wie du über den umgestürzten Baum balanciert bist? Nein, wohl nicht. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir uns den richtigen Ersatz gesucht haben. Junge, etwas Großes und Rundes sollte genügen. Achso, ich muss wahrscheinlich übers Inventar gehen, ne? Und damit das könnte geben. Es doch klappen. Ein Schild, was? Wow, er passt perfekt zum wohldurchdachten Farbschema der gesamten Operation hier. Ein wahres Zeichen von Mut. Mhm. Genau wie meine Hose. Einfach perfekt. Hoffentlich war er nicht so teuer. Warte, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Teilnahmeschein für das Turnier organisiert. Da du mir netterweise ein Rat gebracht hast, bin ich gewillt, ihn dir zu einem halbwegs günstigen Preis zu überlassen. Na, Interesse? Wir haben nur noch 2 Münzen. Sonderangebote sind immer gut. Nur so selten, Junge. Wenn ich eins sehe, gebe ich dir Bescheid. Hier, bitte. So, jetzt duften wir aber von hier. Herr von Schling, los geht's. Okay. Herr von Schling, mein Fuß, halt, stehen bleiben, stopp. Wir hoffen aufrichtig, dass dir dein Aufenthalt in unserer Luxuskabine gefallen hat. Bitte achte beim Hinaustreten auf deinen Kopf. Danke für die Gastfreundschaft. Nicht faulenzen, Junge! Du hast Glück, dass die Parade Halt macht. Da fehlt wohl seltsamerweise schon wieder eine Brücke, oder? Pass auf, wo du hintrittst. Nicht, dass dein hübscher Umhang nass geweint wird. Boom, war Yoga, mein Guter! Denk doch an den kleinen Mann. Vor allem, wenn deine Taschen voller Gold sind. Okay. Bon voyage, Yoga. wieso fehlen eigentlich alle zurück. Brücken? Dieser Bereich ist für den Pöbel nicht sicher. Für den Pöbel? Das ist aber nicht nett. Hallo, entschuldigt die Verspätung. Ich stehe auf der Liste. Vorname Graham. Nachname? Die Liste befindet sich in der Arena, welche jenseits der Brücke liegt, die aus unerklärlichen Gründen fehlt. Wir haben eine Notlösung angefordert. Der Auftrag ist in Bearbeitung. Bei den Budgetproblemen in letzter Zeit bin ich skeptisch wegen der Reparaturen. Können die 2 da nicht nachsehen? Kyle und Larry? Die sind außer Dienst. Frag nicht. Keine Sorge, die Ritter in Spee da drüben finden schon eine Lösung. Dann können wir mit den Prüfungen fortfahren. Aber ich bin ein Ritter in Spee. Wenn ihr mir Platz macht, finde ich bestimmt einen Weg hinüber.
Laut Daventry-Dekret 6645 darf ein königlicher Gardist während der Dienstzeit auf keinen Fall und unter keinen Umständen seinen Posten verlassen. Naja, Addendum 237a erlaubt es uns, den Posten zu verlassen, wenn ein Alarm vorliegt und jemand in einer schweren Notlage ist. Ich sehe mich korrigiert. Und wir wollen kein zweites Rubenstern-Fiasko. Ein verspäteter Prüfling stellt aber wohl keinen Alarm dar. Wir können den Posten nicht verlassen. Befehl ist Befehl. Mhm. Also müssen wir für einen Notfall sorgen. Der Wald ist gesperrt, bis die Situation unter Kontrolle ist. Na, kommen wir nicht von da? Oder kommen wir von da? Mist. Oh, guck mal. Bienen. Kommt her, Bienen! Kann ich es... Nein, ich kann es nicht aufsammeln. Haben wir was im Inventar? Damit kann ich gerade leider nichts machen.